übermäßiger Alkoholkonsum und wachsende Gewaltbereitschaft. Der ganz normale Wochenendwahnsinn verschafft privaten Sicherheitsdiensten immer mehr Arbeit. Die Türsteher entscheiden, wer sich amüsieren darf und wer draußen bleibt. Wenn einer kommt und anfängt zu pöbeln, musst du cool mit ihm umgehen. Man muss mit ihm so reden, dass er sich schämt. Was man selber klären kann, klären wir lieber erstmal unter uns. Zur Not wird die Polizei gerufen. Gut 180.000 Menschen verdienen ihr Geld in privat geführten Security-Unternehmen. Tendenz steigend. Dennoch ist gut geschultes Personal Mangelware. Es ist halt auch wichtig, dass du hin und wieder mal was abkriegst, um die Schmerzgrenze sozusagen ein Stück weit zu reduzieren. Türsteher leben gefährlich. Schlägereien gehören zum Berufsrisiko. Wenn es vielleicht mit unter den Falschen trifft, aber einer muss immer gehen. Partystadt Berlin. Rund um die Uhr wird gefeiert, getanzt und getrunken. In hunderten Diskotheken. Vor allem am Wochenende bedeutet das Alarmbereitschaft für die Polizei und private Sicherheitsdienste. Ali Tatar, Chef der Sicherheitsfirma SGB, und seine rechte Hand Mumu Hamade haben Rufbereitschaft. Die Sicherheitsprofis kümmern sich um 30 Mitarbeiter, die heute Nacht an 6 verschiedenen Clubs den Einlass regeln. Da, wo es kritisch ist, in manchen Bezirken, in Zehlendorf nicht so, aber in anderen Bezirken, haben wir einen hohen Ausländeranteil, was wiederum verstärkte Probleme führt. Und dann werden wir angerufen, fahren wir hin, klären wir meistens ohne Polizei, weil man sich meistens kennt. Und in Notfällen müssen wir dann die Polizei einstreiten lassen. Erste Station der nächtlichen Kontrollfahrt, die türkische Diskothek Metrum in Berlin-Friedrichshain. 5 Türsteher warten auf Instruktionen vom Chef. Hey, Alter, geht's? Die zunehmende Gewaltbereitschaft der Partygänger zwingt die Männer zu Sicherheitsvorkehrungen. Schuss- und stichsichere Westen gehören zur Grundausstattung im Dienst. Zu unserem eigenen Schutz vor Kugeln, vor Schüssen, vor Messerstichen. Also zum heutigen Abend gehört auf jeden Fall Abwehrstock dazu, also auch Totschlägern. Ja, aber der richtige Begriff ist Abwehrstock. Bei mehreren Leuten, die Probleme an der Tür machen möchten und mit Gewalt in die Disco möchten, dann muss man das so anwenden. Sonst hat man gar keine Chance. Um sich im Ernstfall verteidigen zu können, sind für den harten Job in der Sicherheitsbranche körperliche Fitness und Schlagkräftigkeit unverzichtbar. 2-mal in der Woche feilen die Männer vom SGB an ihrer Kampftaktik, der Lebensversicherung eines Türstehers. Neben der Technik ist vor allem Schnelligkeit gefragt. Wir müssen das ja auch schnell machen. Wir dürfen da nicht so viel Zeit verlieren. Es muss ja so aussehen, dass es keine großartige Schlägerei ist, weil die Gäste dürfen das nicht mitkriegen, der Chef auch nicht. Es muss alles ganz schnell gehen, damit alles reibungslos, der ganze Abend schön gemütlich für die Gäste, ohne Schlägerei, ohne irgendwelches provokantes Auftreten abläuft. Der marokkanische Trainer Paco del Alvarez Hassouni zeigt den Türstehern im Training, wie sie Angreifer schnell und ohne großes Aufsehen außer Gefecht setzen können. Man kommt so an der Straße, ey, du, diese ganze Sprache, so wie wir, also der Ausland, ey, Alter, und schieb, und schieb, und schieb, ey, du Wichser, oder diese ganze Sprache. Du kannst es selber machen, mach es in mir, schieb, oder ängstlich schieb, nochmal, komm, immer, schieb, oh, schieb, so, dann machst du noch mit, zack, schieb, nochmal, du ziehst immer so, komm, vorbei mit dir. Das ist mal ganz, dabei ganz gefährlich. Sag mal, Schulter, Kopf zusammenziehen, dass die Hand noch ein bisschen Luft hat. Und dann nehmen 3 Finger, rechts locker, weil der hier liegt die Nerven. Okay. Ja, vorbei mit dem. Kann nichts machen. Dann frohe Weihnachten mit dem. Nicht nur eine beeindruckende physische Präsenz, sondern auch psychologische Grundkenntnisse sind an den Clubtüren hilfreich. Es kommen auch manche Leute nur, die sind auf Stress aus. Die denken sich, ah, kick mal die breiten Türsteher, denen zeigen wir mal, was los ist. Mal gucken, ob wir reinkommen, dann gibt's Ärger. Und dann kommen sie. Dann 2, 3 schöne Wörter, ein bisschen schmunzeln und dann geht das. Der Ton macht die Musik, die schämen sich dann. Dann ziehen sie sich zurück. Das ist, ich rede von den ausländischen Leuten. Und den Deutschen gar nicht. Ausländische Leute sind halt so. Die sind gleich angegriffen mit ihrer Ehre, mit Stolz.
Deswegen muss man mit denen so reden, dass es denen unangenehm ist, damit sie wissen, was sie gerade tun, dass sie gerade das Falsche tun. Und das ist meistens so. 333 Kilometer weiter westlich auf dem platten Land. Mehr als 140.000 Besucher amüsieren sich 3 Tage lang nonstop auf dem größten Volksfest Norddeutschlands, dem Pfingstmarkt in Neukloster. Für einen reibungslosen Ablauf im Festzelt soll die Mannschaft des OSD-Sicherheitsservice sorgen. Klare Zielsetzung, die Vorgaben des Veranstalters durchsetzen. Denn Fremdgetränke gar nicht mit rein. Rucksäcke, soll ich euch zeigen, was drin ist, dass die Flaschen draußen bleiben. Vom Veranstalter, die Gläser bleiben hier auf der Veranda, also nicht von der Veranda runter, bleiben hier. Und unter 16, also Personalausweis, unter 16 bleibt auch draußen. Stunden dauert der Partymarathon. Einzig nennenswerte Unterbrechung des Trinkgelages, der Gottesdienst am Pfingstmontag. Auch vor dem Festzelt müssen die Massen auf den richtigen Weg gebracht werden. Geht immer wieder weiter. Ich mach auch nochmal einen Job. Nö, es ging auch. Ich mach nochmal eine Tür. Und da muss ich reingucken. Mehrere Flaschen. Ja, dann hat sich das schon erledigt, ne? Wieso? Und tschüss, mit Flaschen kommst du nicht rein. Sind alle Nein. leer. Guck rein, die sind Nein. alle leer. Nein, ja, umso später der Abend, umso voller die Gäste, umso nerviger sind die Gäste. Das ist aber überall so. Stell die hin und dann ist gut. Ja, ich weiß, ja, nur jetzt, alles klar, viel Spaß. Danke. Geh mal runter jetzt. Eure Begrüßungsszenarien könnt ihr draußen machen. Ja? Das ist doch in Ordnung. Geh mal runter, ja, dann bitte. Lass die Finger von mir. Ja, siehst du, was runterkommt? Ja, dann lass die Finger von mir. 6 Sicherheitsleute sind an den Eingängen in Stellung gegangen. Jetzt gilt es, die Feiernden unter Kontrolle zu halten. Seit 2,5 Jahren ist Alena mit dabei. Die 25-Jährige absolviert gerade ihre Ausbildung zur Personenschützerin. Ich wollte irgendwie immer Selbstverteidigung machen und hatte vorher ganz normalen Werdegang, Abitur gemacht. Ich hatte auch irgendwann mal angedacht, Jura zu studieren, aber ich bin leider nicht konform damit, mit den deutschen Gesetzen und das dann so zu vertreten. Ja, halt ich eher im privaten Bereich. Mal davon abgesehen, dass es eine finanzielle Frage auch irgendwo ist. Und man kann sich das eben auch selber ein bisschen besser einteilen, wie man das haben möchte und ist nicht so gezwungen. Deshalb war Polizeidienst für Alena nie eine Alternative. Also wenn man sich als Frau nicht durchsetzen kann, ist man fehl in dem Beruf. Ist einfach so. Also so ein Duckmäuserchen hat da nichts zu suchen. So Ja und Amen sagen ist nicht. Ich mache den gleichen Job wie die Männer auch. Und wenn da irgendwie Stress ist und ich stehe da nun mal, dann kann ich ja nicht sagen, so könnte da mal jemand. Sondern da muss ich halt genauso da rein. Und auch wenn ich an der Tür irgendwem sage, so ja, ne, aus den und den Gründen geht's halt nicht. Oder wenn sich zwei Streiten dazwischen gehen, dann muss man schon irgendwie ein bisschen Autorität haben. Ob sie das Zeug zur Türsteherin hat, wird sie heute Nacht beweisen müssen. Noch ist der Abend so jung wie die Gäste. Doch schon früh bewirkt übermäßiger Alkopop-Genuss, dass ein Blick auf das falsche Mädchen einige Teenies in Turbulenzen bringt. Türsteher Christoph soll helfen. Freundin, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist. Wenn Sie eine Freundin haben oder eine Frau, nehmen Sie sie bestimmt auch in Schutz, oder nicht? Und nichts anderes war das hier. Was hat er gemacht? Weiß ich, irgendwie ist meine Freundin aufgesprungen, hat sie dann gleich angelabert. Ich weiß auch nicht, und. Wer denn? Der Bösewicht ist schnell ausgemacht. Christoph will die postpubertären Befindlichkeiten vor der Tür klären. Du brauchst sie da drauf, okay? Ich bin nur auf ihn aufpassen. Nein, warte da, ich mach da wieder auf. Komm, bleib da.
Wenn ich dann davon angreife, dann tut mir das leid. Ja, dann tut mir das auch leid, weil wenn ich meine Freundin angreifen würde, genauso denke ich mich. Das ist okay. Ja, dann tut mir das leid, wenn ich das gemacht habe, aber das habe ich nicht gewusst. Das Gespräch unter Männern regelt den vorläufigen Verbleib der Dorfschönheit. Christoph kann wieder im Zelt nach dem Rechten schauen. Seit 5 Jahren betreibt Ali Tatar sein Sicherheitsunternehmen in Berlin. Mit Erfolg. Türsteher zu werden, glaube ich, ist kein Wunsch der Leute gewesen. Es hat sich so ergeben, im Zusammenhang mit Kampfsport, Selbstverteidigung, ist es halt dazu gekommen, dass die Mitarbeiter gesagt haben, okay, wir sind soweit, wir beherrschen unseren Körper, wir beherrschen unser Geist, auch sehr wichtig. Dementsprechend ein Türsteher zu sein, ist natürlich auch Mittel zu Zweck, um Geld zu verdienen. Mittlerweile beschäftigt der 26-jährige Deutsch-Türke 70 Mitarbeiter. Darunter Deutsche, Polen, Russen, Araber und Türken. Neben Diskothekenbewachung bietet der SGB auch Objekt- und Personenschutz an. Diskretion hat höchste Priorität, auch im Privatleben. Meine Familie, die meisten wissen das nicht. Aber niemand freut sich so gerne darüber. Wenn das Kind einen der gefährlichsten Jobs auf dieser Welt macht, das ist gefährlicher als Polizeibeamter. Und darüber freut sich kein Vater, denke ich mal. Zweite Station in dieser Nacht, die Diskothek Hollywood in Berlin-Tiergarten. Vor der Tür warten Momos Cousin Mahmoud und sein Halbbruder Ahmed. Ein großer Vorteil der Familienbande, man kennt sich und vertraut einander blind. Das Duo macht sich zunächst ein Bild von der Situation in der Diskothek. Das vorwiegend russische Publikum feiert in der Regel exzessiv und schwört auf den Genuss hochprozentiger Getränke. Eine explosive Mischung. Nur die Nähe zum Gast ermöglicht es Ali und Momo, potenzielle Störenfriede auszumachen und dementsprechend schnell zu reagieren. Hier sind verschiedene Gruppierungen, Mann. Große Freundeskreise. Wo man natürlich vermeiden muss, dass es zu einer Massenschlägerei kommt im Laden drinnen. Versuchen natürlich gleich deeskaliert zu einzugreifen. Die Vorsichtsmaßnahmen beginnen bereits am Einlass. Mit geschultem Blick mustern die Security-Männer Verdächtige von Kopf bis Fuß und kontrollieren die Taschen. Bis um Mitternacht dürfen Minderjährige in Begleitung Erwachsener in die Disco. Ab 12 ist Volljährigkeit Pflicht. Zudem entscheiden adrettes Aussehen und angemessener Alkoholpegel über den Zugang. Ja, wie man sieht, die Leute kommen schon alkoholisiert her in den Laden. Und so zwischen 3 und 4 ist halt generell die Zeit, wo sie sich halt eher draußen mal prügeln, aber dann auch die Hand geben, aber dann ist kein Einlass mehr für diese Leute. Angeblich haben die Türsteher es vor allem bei russischen Mädchen schwer, das korrekte Alter zu schätzen. Der Lolita-Effekt macht die Ausweiskontrolle unverzichtbar. Eine zweite Kontrolle an der Tür soll letzte Zweifel beheben. Ahmed sucht nach verbotenen Gegenständen. Immer mehr Frauen versuchen sich als Schmuggler. Viele Frauen, die schmuggeln ja auch für ihre Begleitung Waffen mit rein oder Tränengas. Darum werden auch bei den Frauen die Taschen auch meistens kontrolliert. Okay, bitteschön. Wir haben jetzt bei unseren englischen Kollegen, die wollten Getränke mit reinschmuggeln. Da haben wir das gefunden und naja, geht nicht. Wenn das der Chef denn sieht, dann haben wir dann nachher Probleme, unsere Arbeit nicht korrekt gemacht zu haben oder. Wenn du keinen Ausweis bei hast, darfst du leider nicht rein. Ja, wenn auch eine Polizeikontrolle reinkommt, fragen wir auch nach dem Ausweis rein. Gut, kurz vor zur Seite. Sie sind ja schon über 18. Ich habe es jetzt erstmal vergessen. Und also normalerweise kommen wir auch hierher. Das ist unser Stammdisco. Ja. Das ist ja dann doof. Ja, deswegen. Ja, deswegen. Ja, jetzt habe ich das erste Mal vergessen und
ich habe jetzt meine eigene Wohnung gekriegt und sie ist jetzt halt zu mir gekommen und das ist ein bisschen doof. Ja. 130 Jahre schon wird in Neukloster zu Pfingsten gefeiert. Seit 3 Jahren sorgt der USD für Sicherheit. Es kann immer sein, dass es ein super ruhiger Abend wird und du hast gar nichts, schmeißt nicht mal einen raus. Und natürlich kann es sein, dass irgendeine Gruppe kommt, die es drauf angelegt hat. Sieht nicht so aus im Moment, ne? Ja. Aber solange es ruhig bleibt, ist ja gut. Ja, ihr seid ja hier. Jetzt bin ich eigentlich ganz glücklich. Wir sind immer unterwegs. Das Problem ist natürlich, eigentlich müssen wir aufpassen, drinnen sollen wir aufpassen, können wir überall sein. Aber wenn man es ist, wie gesagt, 1-1-0 und dann geht das von gerade aus direkt zu uns und dann kommen wir, ne? Wir sagen nur einfach Veranstaltung stellen, Kingsmarkt, dann wisst ihr Bescheid. Ne? Türsteher Adrian hat heute seinen ersten Arbeitstag. Der 22-Jährige hat Lampenfieber. In Begleitung eines Dienstälteren soll er ab 23 Uhr im Zeltinneren die Augen aufhalten. Vor dem Eingang hat Alina eine Gruppe ausgemacht, die offensichtlich Ärger sucht. Guck mal, wie meine Hose aussieht. Die alte Fotze haben mir mit Bier übergossen. Ja, ja. Ey, was ist das für eine Scheiße? Hey, hab ich eben abgeholt, oder? Ja, aber trotzdem, ja, und die. Kann ich eben abholen. Ganz gut, ganz gut. Weißt du, sie packen mir ihren Alter und die kriegen übergießen mit Bier. Was ist das für eine Story? Ja, das wäre auch nicht so hoch eskaliert, wenn ich die nicht gleich an eine Kugel gepackt werde. Nee, das war mein Bier, was da weggeflogen ist. Deswegen. Deins war das, oder? Das war mein Bier. Natürlich geht das Adrenalin ein bisschen hoch. Wäre ja schlecht, wenn ich nur so abgebrüht wäre. Aber das war noch nicht irgendwie, dass man nicht wieder so gleich runterkommen würde. Ich bin ruhig dabei. Versuche mich mit den Leuten unterhalten. In Ruhe, in Ruhe. Und hoffen, sie gehen darauf ein, aber meistens tun sie das, weil wenn sie merken, dass der Gegenüber ruhig ist und gelassen ist und auf sie eingeht, klappt das mal so. Und wenn nicht, dann muss man halt sehen, wie das weitergeht. Heißer? Wenn die Hand greift, wäre gut, dann muss man halt sich zu wehrsetzen, die Leute ein bisschen, ich sag mal so, näher bringen, dass sie halt draußen bleiben beziehungsweise ruhig bleiben. Aber auch in Sekunden zur Stelle sein. Die gut geschulten USD-Sicherheitsleute arbeiten wie ein mobiles Einsatzkommando der Polizei. Schlägereien werden in kürzester Zeit aufgelöst, Rivalen voneinander getrennt und ohne jede Diskussion möglichst unauffällig an die frische Luft begleitet. Draußen kann dann über alles geredet werden. Ja, bleib mal locker. Das ist doch feier, oder nicht? Hä? Flasche. Okay. Da hat einer was mit der Flasche auf den Hinterkopf bekommen. Aber den Täter haben wir auch noch nicht gefunden. Du bist ja für deinen ersten Tag gleich schwer in Aktion getreten, ne? Ja, musste ich ja, ne? Kollegen waren dazwischen. Bleibt mir ja nichts anderes übrig, das ist unser Job. Geht dir da die Muffe in so einem Moment? Darf nicht. Man sollte da mit ein bisschen Respekt rangehen, aber keine Angst. Dann ist es der falsche Job. Ey, ihr zieht mich von den Typen weg und dann wo ist der Wichser? Was ist denn passiert? Was wollen wir da machen? Du hast uns angeschlagen. Vorher haben wir nichts gesehen. Ja, dann komm jetzt raus, bleib mal ruhig. Hey, jetzt raus, super. Gerade, Stefan. Ja, ich kann's nicht. Das ist halt der Job. Also ich meine, würde es das nicht geben, wären wir alle arbeitslos. Ist zwar ein bisschen traurig, dass es das gibt. Aber es war jetzt noch nicht so schlimm, dass man irgendwie sagen kann, wir hätten irgendwie einen Stopp ziehen müssen oder wir haben es ja so alles unter Kontrolle gekriegt, bevor eine Schlägerei ausgebrochen ist irgendwie. Alina hat ihr Hobby zum Beruf gemacht. 2-mal in der Woche trainiert sie in der School of Martial Art in Ottenbeck bei Stade. Hier hat sie die Kollegen vom USD-Team kennengelernt. Nach einem Jahr wurde sie angeworben. Trainer Timo Gellhardt verfeinert die asiatischen Kampfkünste. Okay, pass auf. Wenn er zu groß ist, mach ihn dir kleiner. Nimm ihm die Beine weg, so dass du ihn kontrollieren kannst. Okay, komm hoch. Nochmal. Nee, also bis jetzt.
Also ich muss es draußen bis jetzt noch nicht machen. Zum Glück, aber man weiß ja nicht. Also muss ja auf alles vorbereitet sein. Ja, das ist Trainingspartner als Trainingspartner. Wir sind nicht beim Kegeln hier. Von daher wissen wir, worauf sie vorher einlassen und geht genauso ran wie beim Männern. In der Kampfsportschule steht Kamedo auf dem Unterrichtsplan. Eine Selbstverteidigungstechnik, die sich aus verschiedenen klassischen Kampfkünsten zusammensetzt. Carsten Mewes, der Chef vom USD-Sicherheitsservice, hat Kamedo für die Arbeit seiner Leute auf der Straße entwickelt. Okay, also folgendes. Vom Gesamtbild her, ja, angreifen, Schlag, ziehen. Weil das eine typische Bewegung ist. Ne? Denn grundsätzlich, bam, bam. Ja? Er wird gestoppt, wupp, wupp, zieht und kann das Messer mitnehmen. Okay, probieren. Sauber, sehr gut. Ich habe dann etwas weiterentwickelt, was ich, kann man sagen, über das Boxen, Ring und Kung Fu zusammengesetzt hat, was man direkt im Nahkampf gebrauchen kann. Wir arbeiten eben halt mit sogenannten Techniken, die direkt an den Mann rangehen, wo wir, wenn es sein muss, Knie, Unterleib oder Kopfbereich nehmen. Christoph, Alena und ihre Kollegen wissen aus dem Training, wie sie Störenfriede möglichst schnell zur Strecke bringen. Zunächst stehen auf dem Pfingstmarkt in Neukloster aber nur Taschenkontrollen an. Aber ich meine, ich habe meinen Pferd noch nicht beantragt. Tut mir leid, da geht das nicht. Echt jetzt? Komm, trink mal den Personalausweis wieder und dann geht das. Mann, ich bin schon dreimal hier reingekommen. Jetzt nicht mehr. Ist nicht dein Ernst? Ist so. Mein Gott. Nach Mitternacht werden die Kontrollen am Einlass strenger. Den Gastronomen drohen empfindliche Geldstrafen, falls Minderjährige im Festzelt bei Polizeirazzien ins Netz gehen. Es gibt kein Pardon. Sie hat ihren Ausweis nicht dabei. Und da es nach 12 ist, sowieso nur ab 18 und sie müssen Deutschland eben ausweispflichtig. Und ab 16 musst du einen haben. Wenn sie nicht mit hat, muss sie davon ausgehen, dass sie gar keinen besitzt. Nach einer langen Nacht ist Türsteher Ali Kujas schon wieder unterwegs. Auf einem Straßenfest in Berlin-Kreuzberg betreut er Jugendliche aus sozial schwachem Umfeld. Wo seid ihr? Hier, ja? Gut, ihr vier. Was gibt's denn da drinnen? Hier gibt's was zu fratzen. Fressen, gut. Hast du Hunger? Nee, nee. Ja, tschüss. Ich hab ja gefrühstückt mal meinen Schwiegereltern. Das Wichtigste für den Deutsch-Türken ist die Verbindung zu seinen Freunden und Bekannten in seinem Stadtteil. Der Kiez verbindet. Wird alles okay? Ich bin hier aufgewachsen, Ivo. Ich kann nie raus von Köln. Ist ja egal, wenn ich jetzt im Spandau leben würde. Ich würde immer wieder nach Kreuzberg kommen. Weil hier fühle ich mich zu Hause. Jeder kennt mich, ich kenne jeden, fast jeden. Und das ist super. Hat das einen Grund, warum so viele Türken und Araber im Sicherheitsdienst sind? Ja, ich weiß, das liegt an unserem Blut. Wir sind so Industrie und wir wollen da irgendwie immer was zu tun, hin und her. Also wir brauchen den Hektik ein bisschen, was zu tun. Sonst macht es uns das Leben keinen Spaß. Hier zählt nicht, was man isst, sondern woher man kommt. Eine Zusammenarbeit von Polizei und privatem Sicherheitsdienst soll gefährdete Jugendliche auf den richtigen Weg bringen. Man muss halt versuchen, Netzwerke zu bilden und zu halten. Und der Kontakt zu den anderen Freunden, und die auch hier ehrenamtlich tätig sind, ist sehr wichtig und hilft weiter, die Kiddies weiterzubringen. Hilft weiter, den Kiddies am Ball zu halten und damit sie nicht Scheiße bauen. Auch mal so, ja. Der war ja auch in der Klasse in der Grundschule bei mir und von klein aus kennen wir. Wir haben ja auch zusammen eine Clique früher gewesen und jetzt ist der Polizeibeamte geworden. Man sagt, muss nicht jeder, der von Kreuzberg kommt, gefährliche Gangster sein. Zweimal in der Woche kümmert sich Ali im Rahmen des Projekts Protection.05 um seine Kids. Heute sichern die Nachwuchs-Securities das Straßenfest. Ziel ist, den Jugendlichen ein Verantwortungsbewusstsein zu vermitteln. Wir haben ja auch früher voll viel Scheiße immer, Straßenschlägerei etc. Alle mögliche Scheiße, aber wir müssen sehen, dass wir mit den Jugendlichen, dass sie das gleiche Scheiße nicht wie wir machen. Also ich habe auch zum Beispiel keinen Abschluss, aber eine Sicherheitsbranche sind wir seit 15 Jahren. Aber trotzdem muss man, wenn man jetzt früher Scheiße gebaut hat, heutzutage nicht mehr schlecht drauf sein.
Nachts ist der 110-Kilo-Mann weniger entspannt. Der Job an der Tür fordert neben vollem Körpereinsatz manchmal auch ein starkes Nervenkostüm. Einige Jugendliche haben die Spielregeln an der Tür immer noch nicht verstanden. Ein russischer Austauschschüler möchte auch ohne gültige Papiere seinen dreimonatigen Berlin-Aufenthalt feiern. Nein, der ist von der Bank. Okay, dann wollen wir kurz warten. Geht es darum, dass du 18 bist? Natürlich. Du weißt, wenn Polizeikontrolle kommt, weißt du, dass wir keinen Ärger bekommen und Chef keinen Ärger bekommt. Deswegen. Weißt du? Ja, okay. Ich bin 18. Und du bist mit dir, du hast deinen Ausweis frei? Oder? Nein, wir weiß schon, dass ich 18 bin. Ich habe schon Hose gezeigt. Wir haben Anweisungen, keinen reinzulassen. Wir können keine Ausnahmen machen. Also. Oder man kennt die, die sind wirklich, dass sie über 18 sind. Und man weiß, dann lässt man die rein, sonst darf man die nicht reinlassen. Also man würde, würde man Ärger bekommen. Vom Chef erstens und zweitens das Gesetz. Von denen mit deinen Leuten, die machen dann alles kaputt mit dir. Bei dir drüben? Ja, von deinen Leuten mit dir. Okay. Was ist denn los? Das ist ein Nachbar hier, ein Kollege, der ruft mich wegen Hilfe, ich komme mal hin. Okay, dann alles kaputt, okay. Kannst du mal kommen. Ja, was... Nachbarschaftshilfe ist selbstverständlich unter Kollegen. Die Türsteher der umliegenden Clubs und Bars unterstützen sich im Notfall untereinander. Mahmoud und seine Kollegen treffen auf zwei alte Bekannte. Die beiden abgewiesenen Russen wollten ihren Frust an ein paar Klappstühlen auslassen. Das ist ein Nachbar hier und wir unterstützen uns gegenseitig, weil ich habe ihm gesagt, wann was ist hier, weil große Veranstaltung, weil viele besaufen sich. Und kommen selber nicht klar. Sie wissen selber nicht, was sie machen. Und damit es nicht Probleme gibt, damit es nicht so kommt, dass wir die Polizei holen, machen wir das unter uns Kollegen aus. Wir unterstützen das und es ist alles okay gewesen. Nee, ist okay. Hast du gut gemacht. Okay. Der beste Mann. Danke dir. Und ich bin auch von der Kumpel jetzt, ja? Ja, ist von Kumpel. Rocky ist hier. Okay. Dieses Mal ist der Einsatz beendet, ehe er überhaupt begonnen hat. Doch nicht immer geben Störenfriede so schnell klein bei. In Neukloster ist es weit nach Mitternacht. Das Aggressionspotenzial auf dem Pfingstmarkt steigt mit jeder Stunde und jedem Hektoliter Bier. Daran ändert auch die Polizeipräsenz nichts. Die Türsteher bleiben auf sich allein gestellt. Unermüdlich sorgen sie dafür, dass die Gäste drinnen, ungestört von denen draußen, Liter für Liter konsumieren können. Wer nicht mitspielen darf, säuft vor der Tür weiter und provoziert aus lauter Langeweile. Aber auch das verschafft keinen Einlass. Stattdessen müssen die Sicherheitsleute immer wieder ins Festzelt, um weitere Randalierer rauszuschaffen. Nicht selten werden sie dabei selbst zur Angriffsfläche für die halbstarke Dorfjugend, die sich mit ihnen messen will. Einige der Schläger sind unverbesserliche Wiederholungstäter, die den Tumult Jahr für Jahr aufs Neue suchen. Ja, kein Problem. Raus ist raus, da hilft auch keine Drohung. So wird aus manch laut pöbelndem Unruhestifter eine beleidigte Landleberwurst, die sich anschließend bei der Polizei beschwert. Es folgt das übliche Spiel. Beide Parteien erstatten Anzeige, Marco nimmt's gelassen. In dem Falle war das halt so, dass der gute Herr, Name unbekannt, vorne an der Theke auffallend wurde, hat beleidigt, meinen Kollegen beleidigt. Ich habe ihn darauf hingewiesen, dass er bitte ruhig bleiben soll und dass er bitte weitergehen soll. Dann hat er mich weiter beleidigt und habe gesagt, hör mal zu, wenn du dich einsichtig bist, dann gehst du jetzt bitte raus. Das wollte er dann auch nicht, hat mich dann weiterhin beleidigt, wollte mich dann wegdrängeln. Habe gesagt, stell mir die Gläser hin. In dem Sinne habe ich dann gesehen, dass er irgendwas aus der rechten Tasche mit seiner rechten Hand rausgenommen hat, so eine Art Knüppel. Und dann habe ich das sofort gesehen, dann musste ich sofort reagieren. Ich habe ihn zum Boden gedrückt, musste ihm erst mal klar machen, dass das jetzt im Moment kein Punkt ist mehr, wo er was machen sollte.
und dass ich ihn dann auch rausbegleitet habe. Einige Unverbesserliche nutzen die Anwesenheit der Beamten, um ihren Unmut über die Türsteher vorzutragen, ohne Erfolg. Die Festzeltbetreiber sind dankbar. Seit der USD für die Sicherheit sorgt, gibt es weniger Schlägereien und mehr Umsatz. Früher bin ich mit meinem Bruder immer rausgegangen, mussten unsere Kassen alleine lassen, haben selber hier mitgewirkt, aber das ist Herzschmerzarbeit. So kann man nicht arbeiten, weil die Frauen dann alleine in ihre Kassen sind. Da haben sie uns schon mal Theken umgeschmissen. Das ist einfach nicht ruhig arbeiten. Wir wollen ja unser Geld verdienen und diese Leute halten uns einfach den Laden sauber. Die selektieren ja schon im Vorfelde. Aber gut, alles kann man eben nicht vorausschauend sehen. Nicht? Das ist einfach so. Sinnlos Betrunkene sind für die Betreiber ein Ärgernis. Sie konsumieren nichts mehr und stören die anderen Feiernden. Ab und zu wird kurzerhand Platz für neue trinkfeste Gäste geschaffen. Die Beratungsresistenten müssen währenddessen draußen bleiben, trotz Regen und Kälte. Mit allen Trinkertricks, die ihnen zwischen Bier und Cola-Korn noch geläufig sind, versuchen sie immer wieder ihr Glück. Hau ab jetzt. Bitte. Hau ab jetzt. Ich möchte nur meinen Ruf. Geh einfach. Bitte, komm mal bitte her. Du hast uns verarscht. Du hast meinen Ruf hier, okay? Ich möchte dich gar nicht verarschen. Gar nicht. Geh jetzt. Hey, ich möchte nur meinen Ruf wieder haben. Mein Rucksack liegt da drin, bitte. Nee, dein Rucksack ist da nicht. Mein, hast du mir mal meinen Rucksack wiederholen? Komm bitte mit und dann hol ich mal. Du hast zweimal drin, wo du den Rucksack holst, der ist kein Rucksack. Mein Rucksack liegt da drin. Ich verarsche keinen hier. Warum soll ich. Von morgen am Tag wieder und der kommt Rucksack. Nein, warum soll ich dich verarschen? Komm bitte eben mit. Nee. Komm bitte eben mit. Ich möchte. Warum soll ich dich verarschen? Dann geht er seinen Rucksack rausholen, der da aber nicht drin ist. Dreimal war er schon drin und ohne Rucksack immer rauszukommen, verarscht uns. Nein, ich verarsche gar nicht. Ich verarsche gar nicht. Ich will morgen wieder holen, den Rucksack abholen. Ich möchte nur den Rucksack rausholen. Bitte, bitte. Anderen Jugendlichen ist das Türchenspiel zu banal. Sie suchen Abwechslung in der offenen Konfrontation. Mehrere Dutzend rotten sich vor dem Zeltplatz zusammen, um ihre überschüssige Energie loszuwerden. Unter Aufsicht zweier Polizisten, die es vorziehen, nicht einzugreifen. Christoph sorgt sich um seine Kollegen. Wo bist du? Ja, weil hier die Luft brennt. Hier brennt die Luft. Ich habe gedacht, du bist ja in der Ecke schon. Ich habe gedacht, du liegst schon in der Ecke. Nee, ich wollte nur fragen, wo du bist. Okay. Massenschlägereien auf Volksfesten gehören für das norddeutsche Sicherheitsteam zur Routine. Es kommen Leute, die wollen sich projizieren. Ja. Auf der anderen Seite gerne Klickenbildung. Dann haben wir derzeit sowieso dieses Flatrate-Trinken. Dann ist die vom Alter her die Aggressionsbereitschaft ist gesunken im Alter selber. Das heißt, man hat heute viel mit 16, 15, 17, 18-Jährigen extrem zu tun, da die aus irgendwelchen Gründen auch immer sich selber dann irgendwann nicht mehr. Nee, die bleiben. Yo! Cash Money Brothers! Im Griff haben. Die Rauferei auf dem Festplatz wird schließlich mit freundlicher Unterstützung der Türsteher beendet. Andere lassen sich nicht beirren. Ihr werdet weiter nerven. Aber die Leute sind hartnäckig, ne, wenn die das getrunken haben. Ist einfach so. Muss man drüber stehen. Bitte, ey. Ich geb dir mal ein Perso. Ich hol ihn gleich wieder ab, ey. Ja. 5 Minuten und Donnerstag kann ich immer Futsal abholen morgen. Nein, okay. Jetzt zu, 5 Minuten.
Vorsicht! Ja? Jetzt gehen Sie bitte nach Hause. Wenn man das zwei- oder dreimal freundlich zu den Leuten sagt, das ist jetzt Feierabend oder ihr habt den Bogen überspannt, es geht einem einfach nicht mehr, kommen, weiß ich, morgen wieder und nüchtern und feiern ganz normal, dass sie das ja nicht kapieren wollen oder dass sie dem nicht nachgehen, dass sie halt immer wiederkommen und dieses Rumnerven und auch dieses persönlich werden. Ne? Also, weil wir gehen auch normal mit den Leuten um, reden ganz normal mit denen, sind Freunde, sind nett, aber manche kapieren es halt nicht. Genau das. Ich höre dich. Nein, ich höre dich gerade. Hast du gerade? Ich höre dich, ja. Ich kann mal mit mir reden, aber... Ich will hier gerade. Aber du brauchst nicht anzufassen. Nein, gegen 3 Uhr morgens bleibt nicht mal mehr eine Verschnaufpause zwischen den Rauswürfen. Ja, das Glas haben Sie gerade geschmissen, da reingeschmissen und das mache ich gar nicht mehr. Ja, Sie gehen jetzt bitte runter vom Platz. Sie haben jetzt Hausverbot, fahren Sie bitte nach Hause. Dankeschön. Vorläufiges Resümee von Berufsanfänger Adrian. Arbeitskollegen sind top, kann man sich drauf verlassen. Ist viel los gewesen, muss man durch. Was ist so los gewesen? Ja, viele Schlägereien. Habt ihr ja vorhin mitgekriegt mit der Flasche auf den Hinterkopf. Kopfnüsse und all sowas. Mach ich rein? Nein. Ja, so eine Kleinigkeiten sind auch dabei. 3 Uhr nachts vor der Berliner Diskothek Hollywood. Die Lage ist entspannt. Routinekontrollen an der Tür, sonst gibt es nicht viel zu tun für die Männer vom Sicherheitsdienst. Nur hin und wieder ermahnt Ahmed einige Gäste zu mehr Rücksicht. Jetzt mal nicht immer zum Hotel stehen hier. Ist das hier auch ein? Ja, siehst du nicht schon? Guck mal, bitte stell dich einmal auf der anderen Seite, ja? Er kann nicht gehen. Er kommt gerade. Ein lautes Grüppchen muss zur Ruhe und Ordnung aufgerufen werden. Ohne Probleme lässt sich die beschwipste Runde vertreiben. Zumindest aus dem Eingangsbereich des angrenzenden Hotels. Nicht immer ist der Umgang mit dem vermeintlich schwachen Geschlecht so einfach für die Männer an der Tür. Ich kloppe mich lieber mit 10 Männern anstatt mit einer Frau. Weil die so hysterisch sind, wenn sie betrunken sind, auch wenn sie nicht betrunken sind, dass man die nicht rauskriegt aus dem Laden. Dass wir schon manche Fälle hatten, wo wir die Polizei rufen mussten. Oder dass sich Frauen unterm Auto versteckt haben und sich am Auto geklammert haben. Also Frauen sind sehr kompliziert, sehr kompliziert. Die Türsteher haben Glück. In diesem Fall übernehmen Sanitäter den Abtransport des betrunkenen Mädchens. Tiefer, breiter, schneller. Attribute, die für den Deutsch-Türken Ali Tatar und seine Freunde nach Feierabend wichtig sind. Aufgepimpte Nobelkarossen im Wert von Einfamilienhäusern stehen bei den jungen Männern hoch im Kurs. Lass uns losfahren dann. Nach dem Motto, wer auffällt, gefällt, cruist die Kolonne durch Berlins Straßen. Regelmäßig treffen sich die Türsteher zur Lagerbesprechung bei ihrem Stammmexikaner. Wachsende Gewaltbereitschaft in Berlins Diskotheken bringt die Männer oft in Konflikt mit dem Gesetz. Das haben, denke ich mal, alle Mitarbeiter, die an der Tür direkt arbeiten, haben genug Strafanzeigen gehabt. Bloß dafür verurteilt werden, ist ja die andere Sache. Muss man halt sehen, dass man im rechtlichen Rahmen halt sich bewegt. Von der Warte aus ist es halt immer sehr eng, aber es funktioniert. Die Promille-Party in Neukloster hat ihr Limit auch bei Sonnenaufgang noch nicht erreicht. Im Zelt scheint in der Zwischenzeit jeder betrunken zu sein. Für die Jungs vom Sicherheitsdienst eine schwierige Situation. Nüchterne Entscheidungen müssen getroffen werden. Deshalb gilt ein altbewährtes Prinzip. Ist vom Ablauf her immer das Beste. Auch wenn es vielleicht mit unter den Falschen trifft. Aber einer muss immer gehen. Das ist Fakt und ist auch ein Stück weit Professionalität. Wer nicht mehr selber gehen kann, wird geschoben. Die Türsteher sind mit sich, ihrer Arbeit und dem Teamgeist am ersten Abend zufrieden. Ich bin froh, dass ich meinen Partner habe, weil wir passen zusammen. Unser ganzes Team passt zusammen. Und der eine reagiert so und der andere reagiert so. Wenn da mal was zu viel ist, dann zieht der andere den anderen mal wieder weg. Oder wenn ich merke, ich kann besser mit denen reden, dann ticke ich den an und dann
rede ich lieber mit denen. Also es spielt sich alles irgendwie ein, wie ein Zahnrad. Ne? Wenn der eine nicht funktioniert, dann funktioniert das andere auch nicht. Und solange wir ineinander irgendwie reingreifen, dass es irgendwie alles passt, dann geht das schon. Um 6 Uhr morgens beginnt der Frühtanz. Dann trifft der resistente Rest auf resolute Rentner und Landwirte. Das Festzeltteam, seit 15 Stunden auf den Beinen, bereitet sich auf die nächste Schicht vor und die soll familienfreundlich sein. Geht zum Endspurt. Und jetzt aber Leute. Ey, Kolle, der Mann. Ja, wir sind runter. Was hast du für mir? Hör auf, Lutschi. Lass mich los. Los, lass mich. Komm her. Was ist dein Problem? Lass mich los. Was ist mir dein Problem? Der ganz normale Wahnsinn. Gut. Die Jungs haben gut gearbeitet. Das Publikum, hat man jetzt gemerkt, hat sich gewandelt. Es war früher weitaus extremer, aggressiver. Und bin eigentlich für die Nacht, für das, was hier mal der Regelfall war, bin ich sehr zufrieden, muss ich wirklich sagen. Es war eine gute Nacht, war nicht zu viel und auch nicht zu wenig. Noch 2-3 Stunden, dann hat die Crew um Carsten Mewes Pause. Zumindest bis zum Abend. Dann geht das Ganze wieder von vorne los. Nachbarschaftshilfe ist selbstverständlich unter Kollegen. Die Türsteher der umliegenden Clubs und Bars unterstützen sich im Notfall untereinander. Mahmoud und seine Kollegen treffen auf 2 alte Bekannte. Die beiden abgewiesenen Russen wollten ihren Frust an ein paar Klappstühlen auslassen. Also sind das Nachbar hier und wir unterstützen uns gegenseitig, weil ich habe ihnen gesagt, wann was ist hier, weil große Veranstaltung, weil viele besaufen sich und kommen selber nicht klar, sie wissen selber nicht, was sie machen. Und damit es nicht Probleme gibt, damit es nicht so kommt, dass wir die Polizei holen, machen wir das unter uns Kollegen aus. Wir unterstützen das und es ist alles okay gewesen. Nee, ist okay, ist hast du gut gemacht. Okay. Der beste Mann. Danke. Und ich bin auch von der Kumpel jetzt, ja? Ja, ist von Kumpel. Rocky ist hier. Okay. Dieses Mal ist der Einsatz beendet, ehe er überhaupt begonnen hat. Doch nicht immer geben Störenfriede so schnell klein bei. In Neukloster ist es weit nach Mitternacht. Das Aggressionspotenzial auf dem Pfingstmarkt steigt mit jeder Stunde und jedem Hektoliter Bier. Daran ändert auch die Polizeipräsenz nichts. Die Türsteher bleiben auf sich allein gestellt. Unermüdlich sorgen sie dafür, dass die Gäste drinnen, ungestört von denen draußen, Liter für Liter konsumieren können. Wer nicht mitspielen darf, säuft vor der Tür weiter und provoziert aus lauter Langeweile. Aber auch das verschafft keinen Einlass. Stattdessen müssen die Sicherheitsleute immer wieder ins Festzelt, um weitere Randalierer rauszuschaffen. Nicht selten werden sie dabei selbst zur Angriffsfläche für die halbstarke Dorfjugend, die sich mit ihnen messen will. Einige der Schläger sind unverbesserliche Wiederholungstäter, die den Tumult Jahr für Jahr aufs Neue suchen. Ja, kein Problem. Raus ist raus, da hilft auch keine Drohung. So wird aus manch laut pöbelndem Unruhestifter eine beleidigte Landleberwurst, die sich anschließend bei der Polizei beschwert. Es folgt das übliche Spiel. Beide Parteien erstatten Anzeige, Marco nimmt's gelassen. In dem Falle war das halt so, dass der gute Herr, Name unbekannt, das Zelt soll die Mannschaft des OSD-Sicherheitsservice sorgen. Klare Zielsetzung, die Vorgaben des Veranstalters durchsetzen. Denn Fremdgetränke gar nicht mit rein. Rucksäcke, soll ich euch zeigen, was drin ist, dass die Flaschen draußen bleiben.
vom Veranstalter, der die Gläser bleiben hier auf der Veranda, also nicht von der Veranda runter, bleiben hier. Und unter 16, also Personalausweis, unter 16 bleibt auch draußen. Stunden dauert der Partymarathon. Einzig nennenswerte Unterbrechung des Trinkgelages, der Gottesdienst am Pfingstmontag. Auch vor dem Festzelt müssen die Massen auf den richtigen Weg gebracht werden. Geht immer wieder weiter. Ich mach auch nochmal einen Job. Nö, es ging auch nicht. Ich mach auch nochmal eine Tür. Und da muss ich reingucken. Mehrere Flaschen. Ja, dann hat sich das schon erledigt, ne? Wieso? Und tschüss, mit Flaschen kommst du nicht rein. Sind alle Nein. leer. Guck rein, die sind Nein. alle leer. Nein, ja, umso später der Abend, umso voller die Gäste, umso nerviger sind die Gäste. Das ist aber überall so. Stell die hin und dann ist gut. Ja, ich weiß, ja, nur jetzt, alles klar, viel Spaß. Danke. Geh mal runter jetzt. Eure Begrüßungsszenarien könnt ihr draußen machen. Ja? Ja, ist doch in Ordnung. Geh mal runter, ja, dann lass die Finger von mir. Ja, siehst du das runter? Ja, lass die Finger von mir. Sechs Sicherheitsleute sind an den Eingängen in Stellung gegangen. Jetzt gilt es, die Feiernden unter Kontrolle zu halten. Seit 2,5 Jahren ist Alena mit dabei. Die 25-Jährige absolviert gerade ihre Ausbildung zur Personenschützerin. Ich wollte irgendwie immer Selbstverteidigung machen und hatte vorher ganz normalen Werdegang, Abitur gemacht. Ich hatte auch irgendwann mal angedacht, Jura zu studieren, aber ich bin leider nicht konform damit, mit den deutschen Gesetzen und das dann so zu vertreten. Ja, halt ich eher im privaten Bereich. Mal davon abgesehen, dass es eine finanzielle Frage auch irgendwo ist. Und man kann sich das eben auch selber ein bisschen besser einteilen, wie man das haben möchte und ist nicht so gezwungen. Deshalb war Polizeidienst für Alena nie eine Alternative. Also wenn man sich als Frau nicht durchsetzen kann, ist man fehl in dem Beruf. Ist einfach so. Also so ein Duckmäuserchen hat da nichts zu suchen. So Ja und Amen sagen ist nicht. Ich mache den gleichen Job wie die Männer auch. Und wenn da irgendwie Stress ist und ich stehe da nun mal, dann kann ich ja nicht sagen, so könnte da mal jemand. Sondern da muss ich halt genauso da rein. Und auch wenn ich an der Tür irgendwem sage, so ja, ne, aus den und den Gründen geht's halt nicht. Oder wenn sich zwei Streiten dazwischen gehen, dann muss man schon irgendwie ein bisschen Autorität haben. Ob sie das... Aggressionsbereitschaft ist gesunken im Alter selber. Das heißt, man hat heute viel mit 16, 15, 17, 18-Jährigen extrem zu tun, da die aus irgendwelchen Gründen auch immer sich selber dann irgendwann nicht mehr... Nee, die bleiben aus. Yo! Cash Money Brothers! In Griff haben. Die Rauferei auf dem Festplatz wird schließlich mit freundlicher Unterstützung der Türsteher beendet. Andere lassen sich nicht beirren. Die lasse ich nicht hier. Komm mit. Ihr werdet weiter nerven. Aber die Leute sind hartnäckig, wenn die das getrunken haben. Ist einfach so. Muss man drüber stehen. Bitte, ey. Ich geb dir mal ein Perso. Ich hol den gleich wieder ab, ey. Ja. 5 Minuten und dann können wir über Polizei abrufen worden. Nein, okay. Jetzt zu, 5 Minuten. Ja, wir sind schon vorsichtig. Ja, jetzt gehen Sie bitte nach Hause. Wenn man das 2 oder 3 Mal freundlich zu den Leuten sagt, das ist jetzt Feierabend oder ihr habt den Bogen überspannt. Es geht dann einfach nicht mehr, kommen, weiß ich, morgen wieder und nüchtern und feiern ganz normal, dass sie das ja nicht kapieren wollen oder dass sie dem nicht nachgehen, dass sie dann halt immer wiederkommen und dieses Rumnerven und auch dieses persönlich werden. Ne? Also, weil wir gehen auch normal mit Leuten um, reden ganz normal mit denen, sind freundlich, sind nett,
Aber manche kapieren es halt nicht. Genau das. Ich höre dich. Nein, ich fasse dich gerade. Hast du gerade? Ich höre dich, ja. Gegen 3 Uhr morgens bleibt nicht mal mehr eine Verschnaufpause zwischen den Rauswürfen. Ja, das Glas haben Sie gerade geschmissen, da reingeschmissen und das mache ich gar nicht mit. Ja, Sie gehen jetzt bitte runter vom Platz. Sie haben jetzt Hausverbot, fahren Sie bitte nach Hause. Dankeschön. Fuhrs verschiedenen Clubs den Einlass regeln. Da, wo es kritisch ist, in manchen Bezirken, in Zehlendorf nicht so, aber in anderen Bezirken, haben wir einen hohen Ausländeranteil, was wiederum verstärkte Probleme führt. Und dann werden wir angerufen, fahren wir hin, klären wir meistens ohne Polizei, weil man sich meistens kennt. Und in Notfällen müssen wir dann die Polizei einstreiten lassen. Erste Station der nächtlichen Kontrollfahrt, die türkische Diskothek Metrum in Berlin-Friedrichshain. 5 Türsteher warten auf Instruktionen vom Chef. Hey, Alter, geht's? Die zunehmende Gewaltbereitschaft der Partygänger zwingt die Männer zu Sicherheitsvorkehrungen. Schuss- und stichsichere Westen gehören zur Grundausstattung im Dienst. Zu unserem eigenen Schutz vor Kugeln, vor Schüssen, vor Messerstichen. Also zum heutigen Abend gehört auf jeden Fall Abwehrstock dazu, also auch Totschlägern. Ja, aber der richtige Begriff ist Abwehrstock. Bei mehreren Leuten, die Probleme an der Tür machen möchten und mit Gewalt in die Disco möchten, dann muss man das so anwenden. Sonst hat man gar keine Chance. Um sich im Ernstfall verteidigen zu können, sind für den harten Job in der Sicherheitsbranche körperliche Fitness und Schlagkräftigkeit unverzichtbar. 2-mal in der Woche feilen die Männer vom SGB an ihrer Kampftaktik, der Lebensversicherung eines Türstehers. Neben der Technik ist vor allem Schnelligkeit gefragt. Wir müssen das ja auch schnell machen, wir dürfen da nicht so viel Zeit verlieren. Es muss ja so aussehen, dass es keine großartige Schlägerei ist, weil die Gäste dürfen das nicht mitkriegen, der Chef auch nicht. Es muss alles ganz schnell gehen, damit alles reibungslos, der ganze Abend schön gemütlich für die Gäste, ohne Schlägerei, ohne irgendwelches provokantes Auftreten abläuft. Der marokkanische Trainer Paco del Alvarez Hassouni zeigt den Türstehern im Training, wie sie Angreifer schnell und ohne großes Aufsehen außer Gefecht setzen können. Man kommt so an der Straße, ey, du, diese ganze Sprache, so wie wir, also der Ausland, ey, Alter, und schieb, und schieb, und schieb, ey, du Wichser, oder diese ganze Sprache. Du kannst es selber machen, mach es mit mir, schieb, oder ängstlich schieb, nochmal, komm, immer, schieb, oh, schieb, so, dann machst du noch mit, zack, schieb. Nochmal, du ziehst immer so, komm. Vorbei mit dem. Das ist mal ganz, dabei ganz gefährlich. Sag mal, Schulter, Kopf zusammenziehen, dass die Hand ein bisschen Luft hat. Dann nehmen 3 Finger, rechts locker, weil der hier liegt den Nerven. Warum seid ihr verarschen? Dann geht er seinen Rucksack rausholen, der aber nicht drin ist. Ich weil möchte schon dreimal war er schon drin und ohne Rucksack mal rauszukommen, verarscht uns. Ich möchte, nein, ich verarsche dich gar nicht. Ich verarsche dich gar nicht. Ich will morgen wieder den Rucksack haben. Ich möchte nur den Rucksack rausholen. Bitte, bitte. Anderen Jugendlichen ist das Türchenspiel zu banal. Sie suchen Abwechslung in der offenen Konfrontation. Mehrere Dutzend rotten sich vor dem Zeltplatz zusammen, um ihre überschüssige Energie loszuwerden. Unter Aufsicht 2 Polizisten, die es vorziehen, nicht einzugreifen. Christoph sorgt sich um seine Kollegen. Wo bist du? Ja, weil hier die Luft brennt. Hier brennt die Luft. Ich hab gedacht, du liegst ja in der Ecke schon. Ich hab gedacht, du liegst schon in der Ecke. Nee, ich wollte nur fragen, wo du bist. Okay. Tschö. Massenschlägereien auf Volksfesten gehören für das norddeutsche Sicherheitsteam zur Routine. Es kommen Leute, die wollen sich projizieren. Ja. Auf der anderen Seite gerne Klickenbildung.
Dann haben wir derzeit sowieso dieses Flatrate-Trinken. Dann ist die, vom Alter her, die Aggressionsbereitschaft ist gesunken im Alter selber. Das heißt, man hat heute viel mit 16, 15, 17, 18-Jährigen extrem zu tun, da die aus irgendwelchen Gründen auch immer sich selber dann irgendwann nicht mehr... Nee, die bleiben aus. Yo! Cash Money Brothers! Den Griff haben. Die Rauferei auf dem Festplatz wird schließlich mit freundlicher Unterstützung der Türsteher beendet. Andere lassen sich nicht beirren. Ihr werdet weiter nerven. Aber die Leute sind hartnäckig, ne, wenn die das getrunken haben. Ist einfach so. Muss man drüber stehen. Bitte, ey. Ich geb dir mal ein Perso. Ich hol den gleich wieder ab, ey. Ja. 5 Minuten und sonst kann ich über Kopfnuss und all sowas. Mach ich rein? Nein. Ja, so eine Kleinigkeiten sind auch dabei. 3 Uhr nachts vor der Berliner Diskothek Hollywood. Die Lage ist entspannt. Routinekontrollen an der Tür, sonst gibt es nicht viel zu tun für die Männer vom Sicherheitsdienst. Nur hin und wieder ermahnt Ahmed einige Gäste zu mehr Rücksicht. Letztes Mal nicht immer zum Hotel stehen hier. Ist das hier auch gegangen? Ja, das siehst du nicht schon. Guck mal, bitte stell dich auf der anderen Seite, ja? Kann nicht gehen. Kommt, raus. Ein lautes Grüppchen muss zur Ruhe und Ordnung aufgerufen werden. Ohne Probleme lässt sich die beschwipste Runde vertreiben. Zumindest aus dem Eingangsbereich des angrenzenden Hotels. Nicht immer ist der Umgang mit dem vermeintlich schwachen Geschlecht so einfach für die Männer an der Tür. Ich kloppe mich lieber mit 10 Männern, anstatt mit einer Frau. Weil die so hysterisch sind, wenn sie betrunken sind, auch wenn sie nicht betrunken sind, dass man die nicht rauskriegt aus dem Laden. Dass wir schon manche Fälle hatten, wo wir die Polizei rufen mussten. Oder dass sich Frauen unterm Auto versteckt haben und sich am Auto geklammert haben. Also Frauen sind sehr kompliziert, sehr kompliziert. Die Türsteher haben Glück. In diesem Fall übernehmen Sanitäter den Abtransport des betrunkenen Mädchens. Tiefer, breiter, schneller. Attribute, die für den Deutsch-Türken Ali Tatar und seine Freunde nach Feierabend wichtig sind. Auf gepimpte Nobelkarossen im Wert von Einfamilienhäusern stehen bei den jungen Männern hoch im Kurs. Lass uns losfahren dann. Nach dem Motto, wer auffällt, gefällt, cruist die Kolonne durch Berlins Straßen. Regelmäßig treffen sich die Türsteher zur Lagerbesprechung bei ihrem Stammmexikaner. Wachsende Gewaltbereitschaft in Berlins Diskotheken bringt die Männer oft in Konflikt mit dem Gesetz. Das haben, denke ich mal, alle Mitarbeiter, die an der Tür direkt arbeiten, haben genug Strafanzeigen gehabt. Bloß dafür verurteilt werden, ist ja die andere Sache. Muss man halt sehen, dass man im rechtlichen Rahmen halt sich bewegt. Von der Warte aus ist es halt immer sehr eng, aber es funktioniert. Die Promille-Party in Neukloster hat ihr Limit auch bei Sonnenaufgang noch nicht erreicht. Im Zelt scheint in der Zwischenzeit jeder betrunken zu sein. Für die Jungs vom Sicherheitsdienst eine schwierige Situation. Nüchterne Entscheidungen müssen getroffen werden. Deshalb gilt ein altbewährtes Prinzip. Ist vom Ablauf her immer das Beste. Auch wenn es vielleicht mitunter den Falschen trifft. Aber einer muss immer gehen. Das ist Fakt und ist auch ein Stück weit Professionalität. Wer nicht mehr selber gehen kann, wird geschoben. Die Teenies in Turbulenzen bringt. Türsteher Christoph soll helfen. Ich meine Cola und hier.
meiner Freunde, und ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, wenn Sie einen Freund haben oder eine Frau, nehmen Sie sie bestimmt auch in Schutz, oder nicht? Ja, und nichts anderes war das eben. Was hat er gemacht? Weiß ich, irgendwie ist meine Freundin aufgesprungen, hat ihn gleich angelabert. Ich weiß auch nicht, und... Wer denn? Der Bösewicht ist schnell ausgemacht. Christoph will die postpubertären Befindlichkeiten vor der Tür klären. Du brauchst wieder drauf, okay? Ich bin auf ihn aufpassen. Nein, warte da, ich mach da wieder auf. Komm, ich will ja nicht sagen. Bleib da. Wenn ich dann davon angreife, dann tut mir das leid. Ich weiß nicht. Ja, dann tut mir das auch leid, weil wenn jemand meine Freundin angreifen würde, genauso denke ich mich. Das ist okay. Ich weiß, tut mir das leid, wenn ich das gemacht habe, aber das habe ich nicht gewusst. Das Gespräch unter Männern regelt den vorläufigen Verbleib der Dorfschönheit. Christoph kann wieder im Zelt nach dem Rechten schauen. Seit 5 Jahren betreibt Ali Tatar sein Sicherheitsunternehmen in Berlin. Mit Erfolg. Türsteher zu werden, glaube ich, ist kein Wunsch der Leute gewesen. Es hat sich so ergeben, im Zusammenhang mit Kampfsport, Selbstverteidigung, ist es halt dazu gekommen, dass die Mitarbeiter gesagt haben, okay, wir sind soweit, wir beherrschen unseren Körper, wir beherrschen unser Geist, auch sehr wichtig. Dementsprechend ein Türsteher zu sein, ist natürlich auch Mittel zu Zweck, um Geld zu verdienen. Mittlerweile beschäftigt der 26-jährige Deutsch-Türke 70 Mitarbeiter. Darunter Deutsche, Polen, Russen, Araber und Türken. Neben Diskothekenbewachung bietet der SGB auch Objekt- und Personenschutz an. Diskretion hat höchste Priorität, auch im Privatleben. Meine Familie, die meisten wissen das nicht. Aber niemand freut sich so gerne darüber. Wenn das Kind einen Alkoholpegel über den Zugang. Ja, wie man sieht, die Leute kommen schon alkoholisiert her in den Laden. Und so zwischen 3 und 4 ist halt generell die Zeit, wo sie sich halt eher draußen mal prügeln, aber dann auch die Hand geben, aber dann ist kein Einlass mehr für diese Leute. Angeblich haben die Türsteher es vor allem bei russischen Mädchen schwer, das korrekte Alter zu schätzen. Der Lolita-Effekt macht die Ausweiskontrolle unverzichtbar. Eine zweite Kontrolle an der Tür soll letzte Zweifel beheben. Ahmed sucht nach verbotenen Gegenständen. Immer mehr Frauen versuchen sich als Schmuggler. Viele Frauen, die schmuggeln ja auch für ihre Begleitung Waffen mit rein oder Tränengas. Darum werden auch bei den Frauen die Taschen auch meistens kontrolliert. Okay, bitte schön. Wir haben jetzt bei unseren englischen Kollegen, die wollten Getränke mit reinschmuggeln. Da haben wir das gefunden und naja, geht nicht. Wenn das der Chef denn sieht, dann haben wir dann nachher Probleme, unsere Arbeit nicht korrekt gemacht zu haben oder... Wenn du keinen Ausweis bei hast, darfst du leider nicht rein. Wenn auch eine Polizeikontrolle reinkommt, fragen auch nach dem Ausweis rein. Deswegen. Kurz vor zur Seite. Wir sind ja schon über 8, jetzt das erste Mal vergessen. Und also normalerweise kommen wir auch hierher, das ist unser Stammdisco. Ja. Ja. Das ist ja dann doof. Ja, deswegen. Ja, deswegen, ja, jetzt habe ich das erste Mal vergessen und... Ich habe jetzt meine eigene Wohnung gekriegt und sie ist jetzt halt zu mir gekommen und... Das ist ein bisschen doof. Ja. 130 Jahre schon wird in Neukloster zu Pfingsten gefeiert. Seit 3 Jahren sorgt der USD für Sicherheit. Es kann immer sein, dass es ein super ruhiger Abend wird und du hast gar nichts, schmeißt nicht mal einen raus. Und natürlich kann es sein, dass irgendeine Gruppe kommt, die es drauf angelegt hat. Sieht nicht so aus im Moment, ne? Ja. Aber solange es ruhig bleibt, ist ja gut. Ja.
Ja, ihr seid ja hier. Jetzt bin ich eigentlich ganz gut. Wir sind immer unterwegs. Das Problem ist natürlich, Eingang müssen wir aufpassen, drinnen sollen wir aufpassen, wir können überall sein. Aber wenn was ist, wie gesagt, 1-1-0 und dann geht das von Stade aus direkt zu uns und dann kommen wir, ne? Wir sagen nur einfach Veranstaltungsstellen, Kingsmarkt, bitte Bescheid. Ja. Türsteher Adrian hat heute seinen ersten Arbeitstag. Der 22-Jährige hat Lampenfieber. In Begleitung eines Dienstälteren soll er ab 23 Uhr im Zeltinneren die Augen aufhalten. Vor dem Eingang hat Alina eine Gruppe ausgemacht, die offensichtlich Ärger sucht. Guck mal, wie meine Hose aussieht. Die alten Fotze haben wir mit dir oder was? Die direkt an den Mann rangehen, wo wir, wenn es sein muss, Knie, Unterleib oder Kopfbereich gehen. Christoph, Alena und ihre Kollegen wissen aus dem Training, wie sie Störenfriede möglichst schnell zur Strecke bringen. Zunächst stehen auf dem Pfingstmarkt in Neukloster aber nur Taschenkontrollen an. Aber ich meine, ich habe meinen Perso noch nicht beantragt. Tut mir leid, da geht das nicht. Na echt jetzt? Komm, trink mal den Personalausweis wieder und dann geht das. Mann, ich bin schon dreimal hier reingekommen. Jetzt nicht mehr. Ist nicht dein Ernst, oder? Oh mein Gott. Nach Mitternacht werden die Kontrollen am Einlass strenger. Den Gastronomen drohen empfindliche Geldstrafen, falls Minderjährige im Festzelt bei Polizeirazzien ins Netz gehen. Es gibt kein Pardon. Sie hat ihren Ausweis nicht dabei. Und da es nach 12 ist, sowieso nur ab 18. Und sie müssen Deutschland eben ausweispflichtig. Und ab 16 musst du einen haben. Wenn sie nicht mit hat, muss sie davon ausgehen, dass sie gar keinen besitzt. Nach einer langen Nacht ist Türsteher Ali Kujas schon wieder unterwegs. Auf einem Straßenfest in Berlin-Kreuzberg betreut er Jugendliche aus sozial schwachem Umfeld. Wo seid ihr? Hier, ja? Gut, ihr vier. Was gibt's denn da drinne? Hier gibt's was zu fratzen. Fressen, gut. Hast du Hunger? Nee, nee. Ja, tschüss. Ich hab ja gefrühstückt bei meinen Schwiegereltern. Das Wichtigste für den Deutsch-Türken ist die Verbindung zu seinen Freunden und Bekannten in seinem Stadtteil. Der Kiez verbindet. Wird alles okay? Ich bin hier aufgewachsen, Ivan. Ich kann nie rausfahren können. Ist ja egal, wer ich jetzt im Spandau leben würde. Ich würde immer wieder nach Kreuzberg kommen. Weil hier fühle ich mich zu Hause. Jeder kennt mich. Ich kenne jeden. Fast jeden. Und das ist super. Hat das einen Grund, warum so viele Türken und Araber im Sicherheitsdienst sind? Ja, ich weiß, das liegt an unserem Blut. Wir sitzen so und wir wollen da irgendwie immer was zu tun, hin und her. Also wir brauchen den Hektik ein bisschen, was zu tun. Sonst macht es uns das Leben keinen Spaß. Hier zählt nicht, was man isst, sondern woher man kommt. Eine Zusammenarbeit von Polizei und privatem Sicherheitsdienst soll gefährdete Jugendliche auf den richtigen Weg bringen. Man muss halt versuchen, Netzwerke zu bilden und zu halten und der Kontakt zu den anderen Freunden und die auch hier ehrenamtlich tätig sind, ist sehr wichtig und hilft weiter, die Kiddies weiterzubringen. Hilft weiter, den Kiddies am Ball zu halten und damit sie nicht Scheiße bauen. Auch mal so, ja. Der war ja auch in der Klasse in der Grundschule bei mir und von klein aus kennen wir. Wir haben ja auch zusammen eine Clique früher gewesen und jetzt ist der Polizeibeamte geworden. Man sagt, muss nicht jeder, der von Kreuzberg kommt, gefährliche Gangster sein. Also sind das Nachbar hier und wir unterstützen uns gegenseitig, weil ich habe ihnen gesagt, wann was ist hier, weil große Veranstaltung, weil viele besaufen sich und kommen selber nicht klar, sie wissen selber nicht, was sie machen. Und damit es nicht Probleme gibt, damit es nicht so kommt, dass wir die Polizei holen, machen wir das unter uns Kollegen aus. Wir unterstützen das und es ist alles okay gewesen. Nee, ist okay, hast du gut gemacht. Okay. Das ist der beste Mann. Und ich bin auch von der Kumpel jetzt, ja? Ja, ist von Kumpel. Rocky. Okay. Dieses Mal ist der Einsatz beendet, ehe er überhaupt begonnen hat. Doch nicht immer geben Störenfriede so schnell klein bei. In Neukloster ist es weit nach Mitternacht. Das Aggressionspotenzial auf dem Pfingstmarkt steigt mit jeder Stunde und jedem Hektoliter Bier. Daran ändert auch die Polizeipräsenz nichts.
Die Türsteher bleiben auf sich allein gestellt. Unermüdlich sorgen sie dafür, dass die Gäste drinnen, ungestört von denen draußen, Liter für Liter konsumieren können. Wer nicht mitspielen darf, säuft vor der Tür weiter und provoziert aus lauter Langeweile. Aber auch das verschafft keinen Einlass. Stattdessen müssen die Sicherheitsleute immer wieder ins Festzelt, um weitere Randalierer rauszuschaffen. Nicht selten werden sie dabei selbst zur Angriffsfläche für die halbstarke Dorfjugend, die sich mit ihnen messen will. Einige der Schläger sind unverbesserliche Wiederholungstäter, die den Tumult Jahr für Jahr aufs Neue suchen. Ja, kein Problem. Raus ist raus, da hilft auch keine Drohung. So wird aus manch laut pöbelndem Unruhestifter eine beleidigte Landleberwurst, die sich anschließend bei der Polizei beschwert. Es folgt das übliche Spiel. Beide Parteien erstatten Anzeige, Marco nimmt's gelassen. In dem Falle war das halt so, dass der gute Herr, Name unbekannt, vorne an der Theke auffallend wurde, hat beleidigt, meinen Kollegen beleidigt. Ich habe ihn darauf hingewiesen, dass er bitte ruhig bleiben soll und dass er bitte weitergehen soll. Dann hat er mich weiter beleidigt und habe gesagt, hör mal zu, wenn du dich einsichtig bist, dann gehst du jetzt bitte raus. Das wollte er dann auch nicht, hat mich dann weiterhin beleidigt, wollte mich dann wegdrängeln. Habe gesagt, stell mir die Gläser hin. In dem Sinne habe ich dann gesehen, dass er irgendwas aus der rechten Tasche mit seiner rechten Hand rausgenommen hat, so eine Art Knüppel. Und dann habe ich das sofort gesehen.